Wann ist man als Straftäterin oder Straftäter eigentlich am aktivsten? In den deutschen Gefängnissen sind die meisten so zwischen 30 und 50 Jahre alt. Also offenbar hat es irgendwas mit der Fitness auch zu tun. Weil es ist schon schwierig, wenn man einen Rollator vor sich herschiebt während der Flucht. Meine Oma hat dazu übrigens immer Renator gesagt. Herzlich willkommen bei Schuld und Sühne. Mein Name ist Laura Wohlers. Und mein Name ist Paulina Kraser. Wir erzählen euch heute von VerbrecherInnen, die eigentlich schon in Rente sein sollten. Und dazu haben wir drei Fälle rausgesucht, wissen aber nicht, welche die jeweils andere dabei hat. Wir sind jetzt in Ungarn und es geht um die fliegende Gizi. Was denkst du denn, warum und wohin die fliegt? Die fliegt nach Ungarn, um Kürtelschkolatsch zu essen, auf einem Perserteppich. Das ist nicht der Grund, aber ich muss auch zugeben, so ihr Spitzname liegt nicht so nah. Auf jeden Fall ist es jetzt das Jahr 2015 und die 88-jährige Gizi wird wieder einmal verhaftet. Die ist nämlich ja keine Unbekannte für die ungarische Polizei, denn Gisela Bodnar, wie sie eigentlich heißt, ist eine der bekanntesten und ältesten StraftäterInnen Ungarns und sie wurde schon 21 Mal verurteilt, zu insgesamt 40 Jahren Haft. Abgesessen hat sie aber ungefähr nur die Hälfte, weil sie immer unter anderem wegen guter Führung dann vorzeitig entlassen wurde. Was glaubst du denn, wofür sie 21 Mal verurteilt wurde? Hat sie Kürtelschkolatsch geklaut? Nein. Weiß ich nicht. Ist sie eine Diebin? Ja, sie ist eine Diebin und ist dabei niemals gewalttätig. Das hat bei ihr schon in der Kindheit angefangen. Sie hat früher ihre LehrerInnen beklaut, die ganze Nachbarschaft. Und das ging dann eigentlich immer so weiter. Und die fliegende Gizi ist sie deshalb, weil sie eine Zeit lang mit dem Flugzeug zu ihren Tatorten flog. Die hat dann immer morgens so einen Billigflieger genommen in irgendeine ungarische Provinz und ist dann abends wieder zurückgeflogen. Und die hatte dann auch immer einen guten Plan für ihre Alibis, weil sie immer morgens vor den Flügen irgendwie zu den Nachbarn oder Nachbarinnen gegangen ist und nach Gewürzen gefragt hat. Und die hat sie auch abends immer wieder zurückgebracht, damit die dann sagen, ja, die hat halt den ganzen Tag gekocht, die war die ganze Zeit zu Hause. Gizi ist ja pfiffig. Genau. Und irgendwann ist sie aber dann auf den Zug umgestiegen, weil irgendwann in Ungarn für RentnerInnen das dann kostenlos wurde. Also wenn du jetzt eine Seriendiebin wärst, was für ein Transportmittel würdest du favorisieren? Den fliegenden Perserteppich. Weil? Da keine Überwachungskameras sind, wie beim Zug. Nee, Gizi wurde nicht auf irgendwelchen Kameras gesichtet. Sie wurde einfach in einer fremden Wohnung entdeckt, weil sie da in einem Schrank stand. Ihre Ausrede war, es hat halt so doll geregnet, sie wollte sich da nur unterstellen. Man merkt so, die ist ja jetzt 88, 2015, dass langsam so das Alter auch Spuren bei Gizi hinterlässt. Und auch nicht nur im Köpfchen, sondern man sieht es ihr auch an, wie du auf diesem Bild hier sehen kannst. Wie klein ist diese Frau? Ja, sie ist klein. Och ja, aber da würde man auch echt nicht denken, dass die so eine fiese, klauende Omi ist. Nee, die ist den ganzen Tag in der Küche und kocht. Zumindest ist dann 2015 Schluss mit dem Klauen. Und Gizi hat mal gesagt, dass sie das macht aus Leidenschaft. Aber es war wahrscheinlich eher die Kleptomanie, die auch für ihr diagnostiziert wurde. Als Gizi dann 2019 stirbt, hat sie so gut wie gar keine Besitztümer. Und deswegen kann es sein, dass sie nicht gelogen hat, als sie mal gesagt hat, dass sie eigentlich alles, was sie je gestohlen hat, verschenkt hat und nicht verkauft hat. Jetzt ist aber dann Gizi trotzdem kein Robin Hood deswegen, ne? Denn sie hat bestimmt auch Gegenstände entwendet, die einer anderen Person wichtig waren. Ja. Von daher ist sie immer auch noch eine fiese Diebin. Die fliegende Gizi finde ich einen guten Spitznamen für eine Kriminelle. Mhm. Du wärst bei mir wahrscheinlich die flinke Klaura, weil Laura klaut sich nämlich immer ganz schnell die letzte Brotscheibe, wenn wir zusammen was essen. Mhm. Das würde gut zu dir passen. Wir sind jetzt im hessischen Grebenheim. Hier stirbt im Frühjahr 2005 Seniorin Gerda. Das fällt aber erst 2013 auf. Wie glaubst du, kann das sein? Hat Gerda vielleicht ganz alleine gewohnt und hatte keine Familie mehr? Nee, das war es nicht. Gerda hatte sogar eine ganz enge Bezugsperson. Und das ist Margit. 2005 ist Gerda 81 Jahre alt und sie lebt bei Margit. Margit pflegt sie sogar, obwohl sie selbst gehbehindert ist. Die beiden leben aber in Armut und manchmal gibt es in der Woche auch nur eine warme Mahlzeit. Irgendwann stirbt dann Gerda und sie stirbt eines natürlichen Todes. Und dann kommt Margit eine Idee. Was könnte das sein? Ja, wahrscheinlich sagt sie eben niemandem Bescheid, um von Gerda
die Rente zu beziehen oder irgendwas zu beziehen. Ganz genau so. Mhm. Margit meldet den Tod ihrer Freundin nicht und sie ruft auch kein Bestattungsinstitut. Sie hat einen anderen Plan und zwar soll Gerda im Garten vergraben werden. Und so kommt es auch. Und auf das Grab pflanzt Margit dann Tomatensetzlinge. Mhm. Und jetzt könnte man ja meinen, dass das alles irgendwann auffällt. Tut es aber nicht, denn Gerda hat keine Freunde, Freundinnen oder Angehörige. Das hatte sie schon damals nicht, als sich Gerda und Margit kennengelernt haben. Da hat Margit Gerda aus einem Alten- und Pflegeheim rausgeholt und sie dann halt eben bei sich wohnen lassen. Und das macht Margit nicht nur aus Nächstenliebe, sondern sie erhofft sich da auch finanzielle Erleichterungen durch. Weil jetzt aber niemandem auffällt, dass Gerda schon lange tot ist, zahlt die Pflegeversicherung weiterhin die Beiträge und auch die Kriegswitwenrente wird weiterhin von Margit einkassiert. In den knapp 10 Jahren kommen dann 135.000 Euro zusammen und mit denen kann sich Margit natürlich ein sehr viel besseres Leben machen. So lange, bis es einer Gemeindemitarbeiterin auffällt, dass Gerda nicht mehr zu sehen ist. Und dann steht der Staatsanwalt bei Margit vor der Tür und Margit bricht sofort ein und zeigt ihm dann das Tomatenbeet und dort finden sie Gerdas Leiche, eingewickelt in eine Wolldecke und an ihrem Kopf und den Füßen ist ein Plastiksack angebracht und mit Klebeband festgemacht. Was passiert jetzt mit Margit? Die kommt vor Gericht. Und zwar schiebt sie sich dahin mit ihrem Renator. Denn Margit ist zu dem Zeitpunkt auch schon 74 Jahre alt. Und sie bekommt mehr als 3 Jahre Haft wegen Betrugs. Aber Margit hat bis heute ein Geheimnis. Und zwar, wer ihr dabei geholfen hat. Denn den Renator hatte sie schon, als Gerda gestorben ist. Und sie schiebt es immer so ein bisschen auf ihren mittlerweile verstorbenen Bruder, der ihr dabei angeblich geholfen hat. Aber der war zu dem Zeitpunkt schon schwer krebskrank. Von daher glaubt man ihr die Geschichte nicht so richtig. Was glaubst du, ist mit den Tomaten passiert? Ja, ich habe mich auch eben schon gefragt, ob die nicht anders schmecken durch den Boden dann. Das weiß ich nicht und das möchte ich auch nicht wissen. Aber wer es weiß, offenbar sind die Nachbarn. Weil sie nämlich an die verschenkt. Weil sie selbst keine Tomaten mag. Oh nein, und die haben jahrelang diese Tomaten gegessen. Also ich kann Margit schon verstehen, dass sie irgendwie, dass das Geld sie gelockt hat oder so. Aber ich finde, es gehört halt schon echt was dazu, deine eigene Freundin, die gestorben ist, einzupacken, einzugraben und ihr nicht mal eine schöne Beerdigung zu geben. Ja, und das ist so ein Ding mit Margit, denn sie selbst wollte eine schöne Beerdigung und hat auch finanziell dafür gesorgt, offenbar, dass das dann möglich ist. Erfinden eure Omas und Opas auch immer witzige Wortneuschöpfungen wie Renator? Dann schreibt es in die Kommentare. Jetzt befinden wir uns an der deutsch-niederländischen Grenze, genauer gesagt beim Zoll. Und da stehen die Beamten und Beamtinnen und ziehen halt verdächtige Fahrzeuge raus. Und dann kommt ein Auto mit einem einzelnen älteren Herrn drin. Was könnte der dabei haben? Gras? Gras nicht. Er sagt, dass er Käse gekauft hat. Und das ist ja jetzt erstmal nichts Verdächtiges. Aber als die Beamten und Beamtinnen ihn dann fragen, woher genau er den Käse hat, hat er keine Antwort. Und das macht die so ein bisschen misstrauisch. Und deswegen fragen die, ob er einmal bitte aussteigen kann, damit die das Auto untersuchen können. Und unter dem Sitz finden sie dann anstelle von Käse 360 Gramm Heroin und 70 Gramm Streckmittel. Was glaubst du, wie viel so 360 Gramm Heroin bzw. 360 plus 70 Gramm, wie viel das so wert ist? 50.000 Euro? Bisschen weniger. Also der Zoll schätzt diese Schmuggelware auf mindestens 15.000 Euro. Aber das ist schon recht viel und deswegen nehmen die den natürlich direkt mit und stecken den in die JVA. Und da muss er jetzt mit mindestens 2 Jahren Haft rechnen. Also hätte er doch mal lieber den Käse mitnehmen sollen. Der Mann, der ist ja noch gar nicht so alt mit 67, aber ich glaube, dadurch, dass er vielleicht gerade erst in die Rente gegangen ist, hat er noch so einen Tatendrang gehabt. Und da kommt sowas dann natürlich gut 15.000 Euro an der Stange Geld. Wenn euch das Thema Verbrechen interessiert, dann schaut euch doch mal das Video an von Leroy, wo er einen Strafverteidiger trifft.